Die verstaatlichte Hypo Real Estate steht erneut in der Kritik. Nur wenige Tage, nachdem die angeschlagene Immobilienbank weitere Milliardengarantien beantragen musste, hat die HRE ihren Mitarbeitern Boni in Höhe von insgesamt 25 Millionen Euro ausgezahlt. Politiker aus Regierung und Opposition verurteilten dies als instinktlos und schwer vermittelbar. Der Bund war über die Sonderprämien informiert. Nach Angaben der Hypo Real Estate wollte die Bank mit den Einmalzahlungen wichtige Mitarbeiter halten.